Wir hatten mit Roy Mackay natürlich auch einen hervorragenden Trainer. Nee, auf jeden Fall. Roy wäre super. Roy wäre super oder wird es super sein? Ja. Du weißt doch, wenn du so eine Arbeit ablieferst wie Roy, dann wächst du Begehrlichkeiten. Er hat ein super Angebot. Klatschen. Ich sehe halt nichts, ne? Das wisst ihr aber. Zunächst freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass wir Roy nochmal dafür gewinnen konnten, dieses Jahr wieder mit dabei zu sein und die Mannschaft zu trainieren. Nizza, da ist er. Es ist 2:27. Wir hatten in dem Moment leider keine Lösung für den Spieler. Nizza hat eine Lösung für ihn. Das ist doch der Klassiker. Guck mal, das zeigt doch auch die Plattform, die wir den Jungs bieten. Da schreibt jetzt keiner, dass jetzt Nizza einen Spieler aus Nigeria verpflichtet hat, sondern die interpretieren das doch immer vom FC Bayern, von der World Squad mit dem Stempel FC Bayern. Das ist doch viel mehr Aufsehen. Und deswegen spricht ihr für uns, spricht für das Projekt. Und letztendlich ist es doch wieder ein Erfolg fürs Projekt, dass wieder einer von den Jungs es in den Profifußball geschafft hat und diesmal auch direkt in den europäischen Profifußball zu einem Spitzenverein. In dem Sinne ist jetzt wirklich, man muss jetzt abwarten, wie die Einsatzzeiten sind, aber ist ja Victor der erste Transfer in der europäischen Top-Liga. Good morning, my friend. Good morning, my friend. How is everything going? Good. Big day. Yes, okay. Yeah, I saw the news in the newspaper on the online. Is it right there, Tottenham and Newcastle are also still interesting to sign Victor? Oh, yes. They did one million. 1 million? Yes. Okay. Victor Oragbo hat heute bei Nizza unterschrieben. Haben wir ja auch hier überlegt, was machen wir mit Victor? Klar, immer unter Beachtung, was möglich ist, aber wir hatten in der Situation, wir wussten ja auch, dass er jetzt im Januar 18 geworden ist, wir hatten jetzt keine Möglichkeit für ihn, dass wir ihn irgendwie unter Vertrag nehmen konnten, was Sinn macht. Er hätte bei uns ja nur erste Mannschaft spielen dürfen und da muss man realistisch sein, da spielt ein Harry Kane auf seiner Position. Ich freue mich riesig für ihn, dass er einen Vertrag bei Nizza bekommen hat. The game against Hamburg was really good. Yeah. River Plate. So after River Plate, a lot of people. Yeah, I think the main game changer was the game against Hamburg. Wo ich das gehört habe, dass er nach Nizza geht und dass die ihn gerne haben wollen. Ich meine, der hat 5 Tore gemacht in 6 Spielen, hat es überragend gemacht, war noch sehr jung. Und ja, dass er dann am Ende sich für Nizza entschieden hat, ist wunderbar. Am Ende ist es dann natürlich genauso, dass wir versuchen, aus diesem Projekt den ein oder anderen Profispieler herauszubilden. Und es hat vor allem dann mit Oragbo und Nizza super geklappt. Und deswegen hat man dann gesagt, pass auf, Victor, für dich, du hast da von Nizza ein super, super Angebot. Mach das, hilft dir, hilft deiner Familie, du kommst nach Europa, Nizza ist ein guter Verein und dann kann man immer noch den Weg zurück zum FC Bayern finden. Let me give him the phone. Yeah. Yeah. Perfect. Yeah, congratulations, my friend. So, thank you. I think it's a huge day for you and your family. So wie gesehen, das alle Triumphe für dieses World Squad Projekt, dass auch ja, die dann sich bei anderen Vereinen aufmerksam machen. Der erste große Transfer im Autogramm. Es ist auf jeden Fall in der Geschichte der FC Bayern World Squad heute, 31. Januar, ein bedeutender Moment, würde ich sagen. Pandemie hat ja viele, viele, viele schlechte Sachen gehabt. Aber wenn die Pandemie eine gute Sache hatte, dann, dass dadurch die FC Bayern World Squad entstanden ist. Corona war natürlich eine schwierige Situation für uns alle. Wir wussten auch nicht genau, wie die Welt sich entwickelt, welche Aktivitäten können wir weiterhin machen. Jeder musste anfangen, auch wir als FC Bayern uns ein bisschen neu zu erfinden, was man an Aktivierung machen kann. Und dieses Projekt hat uns da wirklich gefallen, weil es eben sehr viel vor Ort möglich gemacht hat, weil es am Ende des Tages viel verbunden hat mit uns. Und deswegen sind wir da sehr schnell auf den Zug aufgesprungen und sind froh, dass wir unterstützen konnten. Yeah. Ja. Oh. Wir
Wir waren von Anfang an begeistert, als wir das Projekt auf den Tisch bekommen haben, einfach weil es ganz viel verbindet, was uns als Volkswagen auch ausmacht. Die Internationalität, dann eben auch die Chance für alle ein Stück in Richtung Profifußball zu kommen. Das hat uns einfach sofort begeistert. Wir haben es jetzt zum dritten Mal die World's World gemacht und natürlich ist unser Anspruch, immer in so einem Projekt, wenn wir es machen, auch immer besser zu werden. Der Ursprung des Projektes ist ja im Marketing geboren und wir jetzt halt an dem Punkt sind, dass es rein sportlich getrieben ist, dass der Fokus komplett auf dem Sport ist, dass wirklich alles untergeordnet wird, wo man halt ja auch VW für dankbar sein muss. Toll ist das natürlich aus einer Initiative, die eher in der Breite begonnen hat, am Ende tatsächlich so professionelle Spieler entwachsen sind. Das ist toll, dass das Niveau immer so höher geworden ist. Ich glaube, das war einfach unser Ziel, diese Spieler, die wir auswählen, noch bessere Spieler auszuwählen und dann in der Zeit, wo sie bei der World Squad dabei sind, sie einfach so auszubilden, dass sie noch mal ein Stück besser werden. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Wir hatten mit Roy Mackay natürlich auch einen hervorragenden Trainer, der bis vor kurzem noch auf hohem Champions-League-Niveau Mannschaften trainiert hat. Lars und die Freien haben gefragt, ob ich das dieses Jahr wieder machen wollte. Zunächst freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass wir Roy noch mal dafür gewinnen konnten, dieses Jahr wieder mit dabei zu sein und die Mannschaft zu trainieren. Ja, wir haben zweimal kurz gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne wieder. Ich meine, hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr. In seiner Person vereint man fast alles, was die World Squad bietet. Es ist ein Spieler, der Weltklasse-Niveau hatte, der natürlich in verschiedenen Ländern Fußball gespielt hat, der auch diese Internationalität besitzt, der auch mehrere Sprachen spricht, der genau weiß, wie Fußball in verschiedenen Ländern funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Roy Mackay nach dem, glaube ich, ersten Testspiel gesprochen habe, wo er noch eine relativ große Unzufriedenheit hatte, wie seine Mannschaft aufgetreten ist, wie sie sich verkauft haben. Rafael, una linea! Carlos, una linea! Ich bin schon gewöhnt, um Trainer zu sein, aber dann warst du schon mit entweder Profis oder mit Jugendspielern in Profi-Academies. Und das war was komplett Neues mit die Mischung von einigen Spielern, die schon beim Verein gespielt haben. Eine, die hatten null Erfahrung mit strukturiertes Training. Ich sehe beide die ganze Zeit nur abseits, yeah. Trash und Victor. Ja, der Victor macht dann ein gutes Tor, aber ich habe gesagt, aber im Spiel ist das 8 Meter abseits. Ich habe mir dein vorletztes und das letzte Spiel dann angeschaut und muss ehrlicherweise sagen, ich habe da schon eine Mannschaft gesehen, die sehr selbstbewusst gespielt hat, die auch die Spiele gewonnen hat und die es sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, da kann man dann insgesamt vor allem damit zufrieden sein, dass sich so eine Mannschaft und einzelne Spieler innerhalb von Wochen halt hervorragend entwickelt haben. Was für mich den Highlight war, eigentlich am Ende, dass Leute aus verschiedenen Kulturen, einige, die nicht mal in die gleiche Sprache sprechen, wie gut die sich am Ende verstanden haben. Wie das am Ende war, das war wunderschön. Wir hatten natürlich einen Spieler in der World Squad, den Torhüter Viktor Bayer, der hier in Pilsen ausgebildet wurde, der wirklich einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Jetzt geht es einfach darum, mal die Möglichkeiten auszuloten, ob Viktor Bayer einer der Kandidaten ist, die wir vielleicht gemeinsam in den Profifußball entwickeln. It's beautiful stadium, right? How are you doing after World Squad? Very good, very good. I feel very good and it was so exciting to be there and I'm so glad to be there. Ein wunderbarer Junge, in meinen Augen nach überragender Torhüter. Es geht darum, eben auch von Viktoria Pilsen zu erfahren, wie ihr mittelfristiger Plan mit dem Spieler ist. Er hat ja vor einigen Wochen schon die Möglichkeit erhalten, im europäischen Fußball in der Conference League Spielzeit im Profibereich zu bekommen. Unglaublich gut gezeigt in den Spielen, die er gespielt hat. Und das habe ich ihm schon gesehen, dass er sein Debüt bei Viktoria Pilsen am ersten, glaube ich, in der Conference League gemacht hat. Und ja, das freut mich riesig. It was something special because it was my first match in senior football and in Europe Conference League and it was luck and I feel very good. Ja, also im Moment sieht es so aus, dass er sich immer näher an die erste Mannschaft heranarbeitet. Er hat jetzt schon erste Einsätze für die erste Mannschaft bekommen. Next years, I don't know. We will see after season. Now I focus on football here in Pilsen. And I'm very happy here. Er hat das erstmal, glaube ich, auch durch dieses Projekt die Chance bekommen, um bei seinem eigenen Verein schon mal erster Torhüter zu sein. Und im Moment sieht es so aus, wie wenn er sich langsam dort zur Nummer 1 entwickeln kann. Und das bei einem Club in einer sehr starken Liga, die auch europäisch spielen, ist dann schon eine sehr, sehr gute Entwicklung für ihn.
wunderschön ist, dass aus einer Initiative, die eigentlich aus der Breite kommt, am Ende doch ein Spitzensport geworden ist, Spitzenfußball geworden ist. Das passt hundertprozentig zu unserer Strategie und es ist ganz toll, dass wir hier in diesem Projekt beides verbinden können. Im Großen und Ganzen hat uns VW Zugänge ermöglicht. Dann natürlich auch, was uns auch immer als FC Bayern wichtig ist, als internationaler Club und mit einer sehr hohen sozialen Verantwortung, CSR-Projekte umzusetzen, dass man halt nicht nur den Fußball in das Land bringt, sondern auch in Hilfseinrichtungen geht, da mit den Kindern Aktivitäten macht und einfach gute Sachen auch neben dem Platz macht. Unsere Initiative A Chance to Play sagt ja schon der Name, dass es darum geht, dass eben Kinder und Menschen das Recht auf das Spielen haben dürfen. Und wir haben diese Aktivität zusammen mit Terre des Hommes in vielen verschiedenen Ländern, da wo wir Fabriken haben, ins Leben gerufen, um eben tatsächlich Menschen von der Straße zu bringen und über den Sport, über den Fußball am Ende ihnen eine Perspektive zu bieten. Ich kenne das, ich komme auch von der Straße sozusagen. Ich habe halt nur das Glück gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, wie dankbar ich an Lars bin. Gut, Viktor. Gut, Viktor. Und an FC Bayern sowieso. Komm, mach dich fertig, geh mal essen, Ausbildungsplan besprechen. Jeden Tag schreibe ich ein Dankeschön. Jeden Tag, ich weiß, ich glaube, er hat keinen Bock mehr drauf. Aber ich muss einfach dankbar sein. Weil ich habe gelernt, meine Mama hat mir seit klein beigebracht, immer dankbar zu sein. Weil die Möglichkeit, die ich habe, haben viele da draußen nicht. Vielleicht haben die anderen auch mehr verdient als ich. Aber ich habe einfach das Glück gehabt und arbeite sehr, sehr hart daran. Morgen. Italien geboren, Brescia geboren. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Senegal. Das ist die Kette von meiner Mama, die mir geschenkt wurde in Senegal. Das ist das kleine Teil da, so ein Drumler. Und in Senegal benutzen diese sehr oft. Und das bedeutet mir viel, diese Kette ist aufgewachsen, Italo-Senegalesisch, also zu Hause Senegalesisch geredet, also Wolof. Ende 17 sind wir hierher gezogen, weil Mama eine Stelle hier bekommen hat. Es war am Anfang für mich sehr schwer. Am 22. Januar war ich tatsächlich noch in Togo gewesen und für den Youth Cup Togo und da habe ich Abdul kennengelernt. Ich habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich nach Togo mitfliegen durfte. Und dann hat sich Abdul tatsächlich damals für die FC Bayern World Squad erste Saison beworben. Und dann ist so, das ist meine Riesenchance, die muss ich nehmen. Habe mich beworben, ich wurde in der Allianz Arena eingeladen, mit Tom Starke Torwarttraining gehabt, mit zwei Torhütern noch. Okay, eine Hand, damit rechts, damit links. Komm her, mein Freund, ich mach dir die Schuhe zu. Und ich wurde genommen. Heute hatte einer einen Tick die Nase vorn, das war Abdul. Bin dann nach Mexiko geflogen. Und dann bin ich hier wieder und seitdem ging alles berghoch. Mit den ganzen Jungs, die hier hinter mir an der Wand hängen, die ganzen World Squad-Spieler, man ist ja immer im Austausch. Wenn was ist, sie wissen, sie können sich bei uns melden und mit Abdul ist es auch nie abgerissen. Ich wurde ab und zu hierher gerufen bei der Amateure. Habe ich mal ihn trainiert, also zu mir, muss Schule ist wichtig und alles. Wir auch als FC Bayern, wir haben halt auch immer mal Probleme, dass wir Trainingstorhüter brauchen für die U23. Und habe ich gedacht, kann man nicht eine Win-Win-Situation schaffen. Das ist Manu, kommt von Juve. Abdul ist very good goalkeeper. Everybody like it here. Alles gut. Und dann, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich so dankbar bin für ihn. Er hat gemeint, dass er eine Ausbildung hätte für mich. In Sportfitnesskaufmann, in der internationalen Nachwuchsfußball. Also Sportfitnesskaufmann, das ist alles. Es ist so, dass man überall reinschaut, sei es Unternehmensstrukturen zu lernen, wie sind Organisationen aufgebaut, welche Rechtsformen gibt es, welche Prozesse in dem Unternehmen. Also er blickt in alle Bereiche rein. Die Ausbildung ist einfach Weltklasse. Du sitzt hier, man sieht jeden Tag die Profis trainieren. Das wird für ihn auf jeden Fall auch eine interessante Zeit, aber auch eine fordernde Zeit, weil Schule und Beruf und Fußball, das ist nicht einfach für ihn. Das ist Traum. Ich trainiere halt bei der U23 noch von Bayern München. Ich war jetzt im Trainingslager in Spanien und alles. Ich weiß, er hat ja diesen Riesentraum, Profifußballer zu werden. Halt mal den Traum am Leben, in den du hier bei uns als Trainingstorwart einsteigst. Und dann findet man noch eine andere Möglichkeit mit Sicherheit, wo du auch noch spielen kannst. Das ist es eigentlich. Es ist ein sportliches und soziales Projekt, wo Leute, die normalerweise nie die Möglichkeit haben, dass sie zumindest für 4 Wochen das erleben können, was es bedeutet, um ein Profispieler zu sein. Und hoffentlich natürlich sich so zu zeigen, dass für die entweder beim Bayern oder bei einem anderen Verein einen Vertrag herausbekommen. Er ist super ambitioniert und er hat klare Ziele und er wird es auch durchziehen. Also Berufsausbildung, das wird er auf jeden Fall durchziehen. Die andere Geschichte mit Fußball, das ist
wisst ja selber, da gehören halt viele Komponenten dazu. Aber da werden wir ihn auch bestmöglich unterstützen. Und so wie er es jetzt macht, ist er auf einem richtig guten Weg. Es geht ja nicht darum, am Ende des Tages Profis heranzuziehen. Es geht uns vielmehr darum, die Chance zu liefern, dass die jungen Menschen eben in die Richtung laufen können. Ist aber natürlich trotzdem eine tolle Bestätigung, wenn es dann soweit kommt. You know, I'm very happy to join this amazing club, first of all. But also, it's a step in my football career. So I get to come to a better club with better facilities, with better people and better players. So overall, I think I'm very delighted to be here, to be honest. Ja, das ist doch gut. Ich meine, ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen. Ich weiß seine Ambition. Ja, wenn er dann bei der größten Verein in Thailand einen Vertrag unterschreibt, das ist doch schön für ihn. My short-term goals are definitely to work hard and get on the field, you know, impress the coach. And then long-term, I've always said I want to play in Europe at the highest level. I don't want to regret anything in my career, so that's definitely somewhere where I want to go. Ich meine, er hat natürlich dieses Jahr super viel Kritik geerntet, aber er hat es dann angenommen, umgesetzt und jetzt verfolgen wir mit Spannung seinen Weg, wie er da performt in der ersten Liga in Thailand und dann hoffentlich vielleicht den Weg auch noch nach Europa findet und auch noch den nächsten Schritt geht. An das Video von Daniel Francis erinnern wir uns noch sehr gut. Da konnte man wirklich im Hintergrund sehen, dass die Lebensumstände anders sind, als sie das in Europa sind. Ja, das war komplett, was war das ganze Ding, war wahnsinnig. My name is Daniel Francis, I'm 17 years old, I'm from Nigeria. I'm a footballer, I play as a defensive midfield. I love football. Sensationell, also ich sehe ihn heute noch durch Pylonen rennen. Das haben wir dann bei VW gepitcht. Und dann haben die gesagt, geiles Ding, lass mich das klären. Und dann haben wir gesagt, ja, war schnell klar, machen wir. Da ist es halt toll, dass so ein junger Mensch dann die Chance bekommt, eben durch so ein Projekt wie das World Squad am Ende dem Schritt in Richtung Profifußball wirklich näher zu kommen. Und da sind wir froh, dass wir das mit unterstützen konnten. The World Squad helped me a lot because without the World Squad I would not be here. A great project for youths to become a professional. It changed my life a lot because I traveled through the World Squad. I go to different countries which I have never dreamed of being there, like Brazil. I've never dreamed of going to Brazil. Your first professional contract. It's a great opportunity for me and also thanks to World Squad, actually. Daniel ist ja nach Innsbruck verkauft worden mit der Rückkaufoption, die wir haben für ihn. It's quite quick and the people, the coaches, they helped me also to get used to everything. Er war am Anfang war ziemlich schüchtern, aber ja, mittlerweile ist es sehr aufgedaut. Man nimmt seine Rolle an. Klar, das Ziel ist immer, dass ein Spieler höchstmöglich spielen kann, aber es müssen halt immer verschiedene Komponenten zusammenpassen. Seine Rolle ist, dass er eigentlich ja, im Zentrum unser wichtigster Spieler ist. Er räumt alles weg, was zum Wegräumen ist. Mit seiner physischen Präsenz ist er ein unglaublicher Mehrwert für uns und ist ein Garant für unseren Erfolg. Ja. It's a very great team and a very big project for the team and also as a player for you to grow up and become what you want to be, a professional footballer actually. Ich glaube, er fühlt sich wirklich wohl. It's quite a good 6 months for me. Dass er in Innsbruck eine richtige coole Stadt, einen coolen Verein und einfach ein gutes Umfeld hat für seinen jetzigen Entwicklungsstand. For me as a player, I will try my best to do all I have to do to get to the top and also the team, to help the team to get to the top. Wir sind stetig im Austausch. Klar ist er kein Spieler von uns, aber auch Viktor Oralpo, der heute bei Nizza unterschrieben hat, ist auch kein Spieler mehr von uns. Aber trotzdem bleibt man ja mit den Jungs im Austausch und beendet ja nicht mit Strich das die Kommunikation. My life in Africa was quite difficult because of the situation in Africa was not that good, not that safe for me. Er hatte letztes Jahr ein schwieriges Jahr. I learned a lot from being alone. Back home, I was staying with my parents. I have somebody caring for me, some stuff like that. But now I care for myself and being a man. Yeah, it's hard sometimes. But you leave home to feed home, so it's you don't have to think about it that much. I always call my mom every night, so
it's not a problem for me. Und er ist glücklich, dass er da ist, und wir sind natürlich glücklich, dass er bei uns ist, ja. Now I can support my family. They are comfortable now, I think, so, yeah. Unser Ziel ist es ja, dass wir Spielern aus strukturschwächeren Ländern, wo halt das Scouting noch nicht so ausgebaut ist wie vielleicht in manchen europäischen Ländern, trotzdem noch in diesem Alter, wo vielleicht vermeintlich der Zug schon abgefahren ist, trotzdem noch mal die Plattform bieten, dass man sich zeigen kann und dass du halt eine riesen Bühne bekommst. Ja, also uns zum ersten Mal gelungen, in dieser Ausgabe zwei Spieler in den Profifußball auch weiterzuentwickeln, und speziell auch Viktor Bayer jetzt in Pilsen und Orakpo dann in Nizza sind zwei Beispiele, dass sich das Projekt immer weiterentwickelt. Wenn ich dann sehe, dass am Ende 8 Spieler von dieser Truppe einen Verein gefunden haben oder einen anderen Verein gefunden haben, ja, das ist natürlich wunderschön für dieses Projekt. Aber noch viel wichtiger ist, dass eben viele Menschen mitgemacht haben und dass viele Spieler eben den Weg in die Richtung bestritten haben und dabei Spaß hatten und ihrem Traum vom Profifußball einen Schritt näher gekommen sind. Tottenham, Newcastle, die da alle jetzt mit einer Verlosung waren, was ich heute gelesen habe, die wären ja nie im Leben auf den Viktor Rakpo aufmerksam geworden, wenn wir nicht gegen River Plate gespielt hätten, wenn er nicht das entscheidende Tor geschossen hätte, wenn wir nicht gegen HSV 4-1 gewonnen hätten, wenn er da nicht die Tore geschossen hätte, die entscheiden, wenn die Doku nicht gelaufen wäre auf der Zone. Das wäre nie passiert. Und dafür ist es, das freut mich, es ist ein Riesenerfolg, und man muss halt, was man halt neben dem ganzen Fußball und diesen unnatürlich hohen Summen, die in diesem Fußballgeschäft, die unnormalen Summen, die da herrschen, muss man halt auch mal sehen, was man jetzt so einem Jungen mit seiner Familie in Nigeria heute durch die Unterschrift bei Nizza, dass das für sie einfach ein kompletter Gamechanger ist. Ja, dass die komplette Familie ab sofort ein anderes Leben haben wird. Das ist einfach die Realität. Und das ist, das lässt mein Herz aufgehen. Ich glaube, das lässt das Herz vom ganzen Team aufgehen, die an dem Projekt FC Bayern World Squad arbeiten. Und das ist doch eine super Geschichte. Die ganzen Aspekte zu kombinieren, macht die World Squad einfach einmalig. Ein Fazit für uns ist auf jeden Fall, dass es einen Fußball gibt. Egal, wo er gespielt wird, egal, von wem er gespielt wird, es gibt da keine Unterschiede. Und das ist eine Botschaft, die für uns in dem Projekt wirklich total evident war und die wir gerne mit unterstützt haben. Es ist ein bisschen früher, mit einem anderen Partner natürlich, mit Audi, der das dieses Jahr machen wird. Wir gehen in die USA, das ist auch mal wieder was anderes. Und das ist auch das Schöne von diesem Projekt, dass man versucht, jedes Mal irgendwo anders hinzugehen mit einer neuen Mannschaft. So, ich freue mich fast jetzt schon auf die neue Herausforderung.